Schleswig-Holstein ist auch Filmland, wie das Filmfest Augenweide zeigt. Der Kulturtipp. Was machen die jungen Leute in diesem Haus? Müssen wir eben woanders einsparen. Was verabreden diese Herren heimlich am Stammtisch? Dann kommen auch Touristen. Und warum sitzt der Inselpolizist tatenlos am Deich? Wer Antworten auf diese Fragen sucht, sollte zum Filmfest Augenweide gehen. Dort wird der Streifen Kalte Karibik gezeigt, ein charmanter Krimi von einer fiktiven Nordseeinsel. Neben diesem abendfüllenden Film gibt es bei dem kleinen Festival viele andere neue Produktionen aus Schleswig-Holstein zu sehen und solche, die in anderer Form mit dem Land verbunden sind. Das Filmfest Augenweide, von morgen an bis Sonntag im Kieler Kommunalen Kino.